Was auch immer das sein mag. Ach ja, das ist der Start. Ah, hm. Genau. Interessant. Ja, hallo. Hallo, 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 hallo. Habt ihr meine Männer gefunden? Geht's ihnen gut? Ja. Nein, alle tot. Ja, sie sind in Sicherheit. Sind sie das? Atsunai segne euch und alle übrigen Heiligen auch. Ich würde euch ja besser belohnen, aber das ist alles, was ich habe. Das ist aber gemein. Das kann ich nicht annehmen. Hab Dank. Ja gut. Ihr seid äußerst großzügig. Ich will dies so schnell wie möglich beilegen, damit ihr bald wieder eurer Arbeit nachgehen könnt. Genau wie ich, meine Liebe. Genau wie ich. Oh ja. Danke sehr. Gut, was mal hier noch so? Ditter Snell. Tut mir sehr leid. Meister Kassel hat betont, dass wir nicht weiter mit der Legion zusammenarbeiten. Aha. Kassel ist der Meinung, dass ihr vor den Forderungen der Halunken kapituliert hättet. Aber ich bin dankbar für eure Hilfe. Ohne euch wären wohl die meisten meiner Kollegen ums Leben gekommen. Sind sie das nicht sowieso? Ja, sind ein paar, sind ja. Ja gut. Das Räderwerk drehten, die Räderwerke drehen sich wieder übrigens. Wir haben die Räderwerke so gut wir konnten repariert. Ein beeindruckender Moment, wenn die Gießerei wieder zum Leben erwacht. Habe ich nicht bemerkt. In der Tat. Die ganze Stadt ist auf die Energieversorgung durch unsere Öfen und Maschinen angewiesen. Hier, bitte nehmt dies für eure Mühe. Weil ansonsten würde die ganze Wäsche trocknen und Waschmaschinen nicht mehr funktionieren. Oh nein! 537 Mikrowellen. Toll. Müssen wir raus. Hier hinten, oder? Nein, da nicht. Nee. Oder? Da hier. Geht sowieso ein. Ach doch, da. Ja, du hast recht. Gold erhalten 1667. Hui! Total schlecht. Wenn wir eine Sache verkaufen, kriegen wir 30 mal mehr. Sprech mit Dieter. Oh, super. Durch die Tür gelatscht, wenn sie aufgegangen ist. Schön, dass mir alle Türen öffnest. Ich kann aber durch die Türen sowieso latschen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich bin ein Geist! Müssen wir die Ghostbuster Bescheid geben. tolle Kamera. Richtig geile Kameraperspektive. Guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Ja, du hast doch irgendwie diese schöne Tasche. Warte. Nein, nicht, das war falsch. Das war zwar Quest, aber da. Das Ding da. Ja, interessant. Wir folgen jetzt einfach mal den schönen Lamping-Jungs, die hier so durch die Gegend drehen. Ich laufe einfach gegen dich. Hallo, lieber alter Wachtmeister, komischer Typ. Speichern! Meinst du? Schon wieder? Ja, wir nur. Speichern alle 3 Sekunden irgendwie. Ja, also wenn wir den nächsten Laden sehen, verkaufen wir erstmal alles, was wir nicht brauchen. Nämlich hier. Stimmt. Hier ist der Laden? Nein, hier ist einer mit Quest. Nee, das ist irgendjemand mit gar nichts. Hey da, Mensch! Habt ihr eine Sekunde? Nein. Wisst ihr, ich habe diese Automatoiden gebaut und er, naja, er könnte vielleicht durchgedreht sein. Vielleicht. Interessant. Vielleicht könntet ihr mir einen Gefallen tun. Es wäre wohl im allgemeinen Interesse, wenn ihr auf schön Irokesen hast du da. Ohne die örtlichen Behörden mit einzubeziehen. Ah ja, klar. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist, dass die Marke Schweißzahn ihren makellosen Ruf bezüglich ihrer Sicherheit verliert. Ach ja, okay. Warum die Automatoiden zerstören? Könnt ihr den Automatiden abschalten? Oh, daran habe ich auch schon gedacht. Das Problem ist, dass ich daran gedacht habe, nachdem ich den Automatoiden gebaut habe. Also, aus geht er wohl nur, wenn man ihn in Stücke haut. Ach, danke sehr. Oh, schön, ja, super. Wir können helfen, ja, allerdings. Wir kümmern uns darum. Sagt uns einfach, wo er ist. In der Gießerei. Großartig. Ihr findet den Automatoiden auf der anderen Seite der Stadt. Ja, du hast dich schon in Sicherheit gebracht, was? Nur versucht, mit ihm fertig zu werden, bevor er zu viel Ärger verursacht. Wenn ihr ihn gestoppt habt, kommt zu mir zurück und ich werde euch für eure Mühen entlohnen. Okay. Andere Seite der Straße. Nein, hier ist erstmal ein Shop oder so. Komm her. Andere Seite der Straße, da hinten. Nein, andere Seite der Stadt sogar. Auf der anderen Seite der Stadt, achso. Gut. Ich habe mir schon gedacht, dass ich euch hier finden würde. Was? Ich habe gehört, die Legion ist zurück in der Stadt und habe mich bemüht, meine alten Unterlagen in Ordnung zu bringen. Wer bist denn du? Wisst ihr, ich habe die Geschichte der 10. Legion in Stonebridge archiviert. Eine traurige Geschichte, leider. Ich glaube nicht, dass sie damals schon irgendwelche komischen Plexiglasgläser für Brillen gebaut haben. Ja, also, wie kann ich euch helfen? Also, ich... Redet weiter. Was für eine Art Nachforschungen meint ihr? Ich habe die Ereignisse des Untergangs der örtlichen Legion studiert. Die Aufstände. Ich habe Aufzeichnungen über viele der Plünderer und Mörder erstellt, die von diesem Tag profitiert haben. Du siehst auch aus. Einige, die das Versammlungshaus geplündert haben, haben ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne stolz präsentiert. Gestohlenes Legionseigentum seinen Hausgästen zu zeigen. Welche Arroganz. Und? Was bringt das? Ich habe Aufzeichnungen über diese aufgeblasenen Kriminellen gemacht. Vor allem von denjenigen, die darauf bestanden, mit ihren Trophäen begraben zu werden. Heißt, wir können jetzt demnächst irgendwelche Gräber ausbuddeln. Ja, deswegen, diese Artefakte müssten zu Lücke belacht werden. Ja, allerdings, weil sie so toll artefaktisch sind, also so... So artefaktisch. Diese Artefakte gehören der Legion. Ich werde alles Notwendige tun, um sie zurückzubringen. Ich
Ich auch. Ich habe eine Liste von Gräbern zusammen. Das ist aber schon zu dritt. Na, ja, Eigentum beinhalten. Und ich auch noch. Also, das Problem ist, dass es in den Gruften in letzter Zeit so gefährlich geworden ist. Hier, nehmt meine Unterlagen. Wenn die Diebe nicht begonnen haben, wahllos Särge zu plündern, solltet ihr in der Lage sein, die gestohlenen Gegenstände zurückzubekommen. Indem wir wahllos Särge plündern. Super, toll. Ja. Danke für den Hinweis. Gut, dann gehen wir mal hier in die komische Halle rein. Gruft. Die Gruft des heiligen Blutes. Interessant. Gut. Dann prügeln wir uns hier mal die Nasen und die Ohren. Also die anderen Nasen, die feindlichen Nasen sozusagen. Oh. Da haben wir gestohlenes Legionseigentum. Das ist ja noch bizarrer als der Mann, sich den eigenen Kopf abschnitt, nur um einen wissenschaftlichen Beweis zu erbringen. Achso. Auch nicht schlecht. Automatoiden. Achso, ich dachte gestohlenes Legionseigentum sah so aus. Ich rufe den Meisterdieb auf. Ah ja. Hast du einen Meisterdieb, bitte sehr? Mal kurz geguckt. Was ist denn hier so? Hier ist gar nichts. Interessant. Was ist hier so? Die Tür ist fest verschlossen. Oh, hallo, 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 hallo. Und Bams. Ich finde es super, wie die sich alle direkt vor mich gestellt haben und in meine Feuersäule reingerannt sind. Ja, ja. Bäh. Metallschrott, wie eklig. Ach, eine Riesentruhe. Oh, mit gar nichts. Wie toll. Gar nichts ist immer schön. Das kann man nicht zerstören, schade, ich dachte. Gut. Was haben wir hier unten? Mehr Automatoiden-Schrott und eine Tür, die sich öffnen lässt. Juhu! Aua. Guck mal, wie du kriegst die ganze Zeit 18 Heilungen durch diesen geilen Ding hier. Ich krieg auch so Heilung, deswegen krieg ich noch mehr Heilung. Ja, okay, dann kriegst du mal 8. Aber also richtig schnell. Nee, ich glaube, ich krieg doch zusätzlich immer 18 von dir. Also es stimmte schon. Oh. Hallo! Hallo, 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 hallo. Ich krieg hallo, die ganze Zeit eine Heilung dadurch. Hui! Mach den mal voll fertig. Wieso diese blöden Gnome eigentlich sich im Augenblick treiben müssen, das ist schon irgendwie merkwürdig. Warte mal. Ach ja. Was für eine Brücke verlängern? Deine Brücke verlängern, deine Krücke verlängern, oder was? Ja. Oh. Oh, schön. Praktisch, da hätten wir noch eine Truhe, aber egal. Warte, hier müsste auch noch irgendwo was sein. Denkst du? Warte mal, hier hinten ist ein Sackgasse, egal. Oh, hallo. Ey, hallo? Manchmal drücke ich und da passiert nichts. Ja, ist interessant, was du da so erzählst. Warte mal, ich muss mal gar nicht einen Federfall wieder machen. Das ist ja, es geht ja hier nicht so weiter. Ich muss ja hier auch mal ein bisschen was Ernsteres bringen. Die ganze Zeit immer den gleichen Scheiß, ich muss da irgendwie... Ah, da sind welche. Da ist doch wer. Hallo? Der wirft irgendjemand mit Feuerwerkskörpern. Hui! Der war schon tot, kann's sein? Ach nee. Tja, gut. Hat noch ein bisschen kurz aufgemuckt, egal. Und was mal da? Das sind ganz schön viele schlechte Sachen irgendwie. Ja, stimmt. Wir sind hier ziemlich überlevelt, also überlevelt. Okay, weg. Überunterlevelt. Also ich finde den Angriff ganz schön gut. Ja. Das kann man schon so sagen. Hier müsste doch sicher noch eine Truhe liegen, oder? Hier ist noch was. Ja, hier ist eine Truhe. Also sammle du mal das da und da unten liegt sicher auch noch was. Und hier sammle mal die Truhe. Jolt, 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 jolt. Und scheiße. Ah, gutes Sachen für dich. Ein bisschen. Schön. Dann da hinten weiter, nicht wahr? Ja. Wie toll. Let's go. Aber yeah. Ich finde das Level-Design trotzdem, obwohl die Texturen matschig sind, eigentlich ganz nett. Ja, es soll ja Matsch darstellen hier. Stimmt. Oh, hallo Goblin-Revolutionär. Ich möchte gerne... Ach, kann ich. Achso, bin zu blöd dafür. Oh, au, 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 au. So. Federfall, 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 Federfall. Bams. Guck, welche komischen Automatoiden. Federfall! Ich mache irgendwie nichts anderes als Federfall mehr. Lass den Scheiß. Hey, du blöder Goblin-Revolutionär. Ich gebe dir gleich mal Revolution hier. Da, da hast du Revolution. Voll auf die Mütze. So, und nochmal. Mann, ist das mal toll. Dieser blöde Federfall, der geht mir richtig schön mit in die Hand. Und nochmal. Bam, ist tot. Da flog er eigentlich 5 Kilometer weit und früher oder später wird er wohl nichts mehr sagen können. So, gut, jetzt weiter. Wenn er wieder auf den Boden ankommt.
Da hinten ist eine Truhe. Ui, Truhe. Ui, 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 ui. Scheiße. Toll. Schöne Scheiße. Und wir finden für Lukas ziemlich wenig. Den Olden hat einen Schwertkämpfer. 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 Das kann auch daran liegen, dass hier ein Speicherpunkt ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht, aber. Und der Bezirke. So. Meine Güte, wir nehmen schon ziemlich lange wieder auf. Ja, zwei mal Minuten, also. Wie schon immer. Ach ja. Aha, hallo. Warum zeigt er jetzt meine diesmal eine Animation? Achso, deswegen. Ist der auch nicht der Schlechte mit dem komischen Pendel da hinten? Aber da kriegen wir sicher nur wieder noch 5 Schaden, wenn wir durchlaufen, egal. Das kennt man ja, wenn man irgendwo durch eine Sense durchläuft, dann kriegt man nur 5 Schaden oder so. Ist ja bei Dark Souls auch nur, sie sind ja nicht alle tot hier. So. Einmal Sensen. So, aua. Nur 150. Nur 151, ja klar. Hier sogar. Durchlaufen. Und nochmal, und nochmal. Kriegt der auch Schaden? Ja, der kriegt auch Schaden. Wie dämlich die Leute alle sind. Da werden die in der Hälfte durchgeteilt und merken das noch nicht mal. So. Aua. Ey, hallo Automatik. Au. Ich bin tot. Aber davon hab ich nicht erinnert. Und ich krieg gleich wieder Schaden rein, wenn ich hier sterbe, oder? Ja, wenn du sterbst. Wenn du sterbst. Wenn ich hier. Okay. Krempel? Ja! Aua! Na gut, man sollte vielleicht doch nicht unbedingt reinlaufen. Nein, noch nicht aufmachen, ich lade mich noch. Ach, ich auch. Hallo? Hast du schon gedrückt? Ja, habe ich. Mist. Mach auf. Hallo? Ach so, jetzt muss ich hier nochmal drücken oder was? Was? Ich kann auch hier nicht drücken. Ich kann auch hier nichts machen. Ja, okay, dann müssen wir einfach. Da drüben, die Brücke hier drüben hat sich wahrscheinlich aufgetan. Ich gehe mal von hinten auf. Was machen die Leute eigentlich? Da, der fuchtet dann nur so blöd rum. Naja. Wie auch immer. Auch immer mal zwischendurch die Gestalt wechseln. Muss ja auch mal sein. Hui. Bams! Ja, schön, wie er da mit Flammen rumfuchtet. Das ist halt toll. Zum Allerfeinsten. Ja. Was macht der denn? Was läuft der denn da einfach nur weg? Der ist einfach nur gerade kurz irgendwie durch die Gegend gestapft. Einmal hier rumlaufen, damit es alle schöne Gegenstände gibt. Ja, und Scheiter umlegen, ist auch ganz wichtig. Oh, toll. Ah, jetzt haben wir es ausgeschaltet. Aber jetzt geht die Tür dafür auf. Super. Sehr gut. Jetzt, wo die unmittelbare Gefahr gebannt ist, sollten wir uns aufmachen, die Quelle dieser gestohlenen Automatoiden zu finden. Aha, interessant. Wäre ich niemals auf die Idee gekommen, Reinhard. Da vorne ist noch irgendjemand. Irgendwie, Reinhard hört sich an wie reines Herz, ne? So ja. Englisch. Rein und dann noch hart auf Englisch. Ja. Kann er sein. Ich denk da nicht so schnulzig wie du. Ja, aber es ist einfach so hier. So Gold Reinhard ist einfach der Beste. So. Und Gold. Und noch mehr Gold. Und Ruhe. Ruhe. Und Gold. Und das ist ja ziemlich viel Gold. Irgendwie ist mir das Gold ein bisschen meine unnütz. Kommt einem sowieso mehr vor, als würde er einen Müll einsammeln hier, oder? Ja, aber wir können es verkaufen, den Müll. Ah, hier ist Kreppel. Hui. Gar nichts. Schön. Ja, gar nichts ist mir das Liebste auf der Welt. Naja. Dann wieder weiter. Gehen Horizont? Naja, eigentlich nicht. Eher gehen. Gehen. Gruft. Gen. Gen. Oh. Hallo, 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 hallo. Und wieder den guten alten Schuss da in die Mitte rein. Ich mach gleich auch wieder Federfall, fällt mir gerade so ein. Hui! Damn! Ja, das war schön. Ich warte mal, bis du fertig bist hier. Ja, ja, ja. Danke, dass du mir meinen Mana gönnst. Super. Hast du schon alles eingesammelt, was sich hier rum treibt? Oder so? Kann man ja nicht zerstören, die Truhen. Ja, da kommt ein Goblin. Ich glaube, jetzt haben wir uns zwei Armeen aufgeheizt. Ja, ich glaube auch. Oh, das war schön. Mitten in die Menge rein. Hui. Nee, funktioniert nicht. Schade eigentlich. Und Federfall. Wuhu. Bams. Und ich brauche Leben. Ist alles tot? Nee, der macht da noch Probleme. Du kriegst dein Leben durch mich. Ja, ja. Schön, schön. Und da liegt noch mehr Leben rum übrigens. Was jetzt vollkommen unnütz ist, da wir schon voll sind. Ach, da liegt Gold. Hui, Gold. Gold ist Gold. Todesgold! Goldiges Gold! So. Fuck. Oh. Federfall! Ich finde es voll witzig, wie die einfach in der Gegend rumstehen und nichts tun. Ja. Kronleuchter.
165 Gold. Ich finde es schön, wie die sofort irgendjemand alles mitklauen. Echt super. Und dann regen sie sich darüber auf, wenn irgendjemand Artefakt mitnimmt. Naja, egal. Hui, Federfall! Yeah! Naja. Und das war's dann auch schon wieder. Mann, die gehen ja hier wirklich wie die Fliegen runter. Tun einem doch schon ein bisschen leid. Zu viel RB drücken. Ja, da hast du recht. Oh, noch eine. Aber anscheinend immer noch keine Artefakte. Nee, ich habe auch keine Ahnung, was das bedeutet. Warte mal, hier liegt doch ein Scheiß rum. Toll. Scheiß ist schön. Naja, eigentlich nicht. Hier hinten ist eine Tür. Ach ja, da ich dachte, hier ist eine Sackgasse. Oh ja, ich sehe es. Ich sehe es. Der Kardi da oben. Hui! Und auf den Dingens da hinten rauf. Danke für das Leben übrigens. Dein Mana ist weg. Ja, ich weiß. Ich hau das immer raus, bis mein Mana weg ist. Was nicht schlecht ist. Ja, und dann hau ich ein paar Mal wieder. Oh. Hui! Und Federfall! Nee. Doch nicht. Oder doch? Ja, doch. Ganz eindeutig. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, jetzt muck doch hier nicht auf. Das ist irgendwie voll dämlich, weil man nutzt die Fähigkeiten, die man schon hochgeskillt hat, gar nicht mehr eigentlich, oder? Nee. Das ist gerade deswegen, weil man so hochgeskillt hat bereits. Hui! Hui! Ja, ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. So. Oh fuck. Oh, der hat gerade schön viel Schaden gemacht mit seinem blöden Flammenwerfer. Hui, Federfall. Mann, ich benutze es ja wirklich am laufenden Bande in letzter Zeit. Wie viel Schaden hätten der aus? Kannst du mir das verraten? Ja, danke, dass du mir Leben gibst. Das finde ich sehr schön. Kannst du mir sagen, wie viel Schaden der aushält? Wir haben doch schon mindestens 30 Mal den getötet. Na, wenigstens habe ich dadurch Leben bekommen. Der hat mich fast getötet. Naja, gut. Was ist mit denn hier hinten? Was ist denn das? Das ist eine verschlossene Tür. Wie konnte das denn sein? Sicher irgendwo wieder einen Schalter umlegen, damit hier alles ausgeht. Ist auch zu. Ach man. Ist hier auch zu? Ja, das ist gar nicht interagierbar. Interruagierbar, was? Da ist eine Truhe. Wo ich nicht rankomme. Wo wir durch die Wand laufen wollen. Und da ist Gold. Oh. 114 Gold ist ja vom Feinsten. Naja. Oh. Und hier ist eine Tür, oder? Sieht halb so aus, aber nur halb. Ja, es ist nur eine Wand. Oder liegt Gold rum? Weil wir kommen, glaube ich, gerade gleich zum Quest-Objekt. Ja, sieht beinahe aus. Hast du recht. Oh. Und ein Hebel. Und da ist das Zeug wieder in Ordnung. Freut einen ja schon. Irgendwie. Dann mal weiter irgendwo lang. Bett gerade irgendwie abgelenkt, aber egal. Erstmal Leute wieder umklatschen, die einen im Weg rumstehen. Ist ja schon irgendwie logisch. Gehört der zum. Na, ich weiß gar nicht, Hack'n'Slay? Ist Hack'n'Slay? Nee, eigentlich eher nicht, oder? Nö. Dungeon Crawler trifft ja mehr. Leben. Ja, hast vollkommen recht. Leben. Überall. Leben. Level. Oh, und Level up. Juhu! Dass ich irgendwie immer gegen die Wand laufe, ist schon irgendwie schrecklich. Ja. Da. Speichern. Oder auch nicht. Ich denke, wir lassen jetzt einfach mal hier ist das Level. Ich kann nicht speichern, wenn der Kampf vorbei ist. Ach ja. Du kannst erst speichern, wenn der Kampf vorbei ist. Ja, ist klar. Aura der Opferung. Was hatten wir denn so? Vom Himmel gefallen war doch unser letztes Skill. Fähigkeit auswählen. Was machen wir denn da? Himmlischer Zorn, nicht wahr? Nee. Ja, doch. Eindeutig. Beenden und Fertigkeit bestätigen. Aha. Was machen wir denn jetzt hier so? Doch, wieder deine Heilung, dein Glanz. Strahlender Glanz. Eindeutig. Schön, ja. Also bestätigen, bla. So, jetzt bin ich dran. Ja, ich nehme eine kleine Zerstörung. Eine kreative Zerstörung. Ja, oder eine kleine natürlich. Kreativ, was ist denn schon kreativ? Und das natürlich. Hurra. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Nicht. Wieso zurückgehen? Weil da war immer noch das Questobjekt. Und das Questobjekt war da noch, das haben wir irgendwie nicht geholt. Haben wir übersehen? Ja, weil ja Ablenkung und so. Ach ja, stimmt. Ja, bestimmt so. Hat sich gerade überhaupt keiner aufgeregt, dass hier eine Truhe ist. Oh. So, ich zum Beispiel? Nein, so ein bisschen so, das Quest doch übersehen. Ja. Ja. Danke, Opa Fixe. Ja. Weiter hier lang. Ach, da hinten. Ach ja, du hast ja viel bessere Augen als ich. Ja, vor allem, weil ich die ganze Zeit nur auf die Karte. Ein Alter und ein. Ein Alter, genauso Haufen wie ich. Scheiße. Hui, 380 Schaden.
KP-Absaugung! Und der hat's überlebt. Ich glaub's ja gar nicht. Die leben alle meinen Angriff mit KP-Absaugung. Ich glaube wegen dieser blöden Verlangsamung. Verlangsamung. Kommt mir zumindest so vor, dass sie dann irgendwie da gegen ein paar Schadenpunkte resistent sind.